erste Halbfinalspiel in der deutschen Nachwuchsliga zwischen dem KIV und Eisbären Berlin. Die Berliner gewannen am Ende mit 6:3. Bei mir ist Steffen Ziechel, Trainer der Eisbären. Steffen, herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg, der am Ende doch relativ knapp noch war, das Spiel. Ja, war natürlich knapp, auch erwartend knapp, weil wir wussten, dass Krefeld ein starker Halbfinalgegner sein wird. Genau, das ist noch eingetroffen. Sie haben nicht aufgegeben. Aber ich glaube, wir haben auch verdient gewonnen, wenn man das ganze Spiel betrachtet. Und ja, wir haben mehr investiert ins Spiel, haben auch die großen Chancen gehabt und mehr Spielanteile und folgerichtig auch, glaube ich, dann verdient gewonnen. Ihr habt mit 3:1 geführt, dann ist Krefeld noch auf 3:3 rangekommen. Was denkt man da als Trainer? Mein Gott, hoffentlich werden wir jetzt nicht noch überrollt oder versucht man seine Jungs nochmal richtig aufzupuschen? Nein, ich meine, wir haben ja schon viele, viele dieser Situationen in der Saison gehabt und gerade auch in den Playoffs. In der Viertelfinalpartie gegen Landshut haben dort immer wieder die richtige Antwort gegeben zum richtigen Zeitpunkt. Und wie gesagt, meine Mannschaft ist auch mental sehr stark. Sie lässt sich dort nicht beeindrucken und versucht dann letztendlich immer wieder Gas zu geben, zu arbeiten. Und da belohnt sich dann auch selber wieder. Samstag kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams. Erwartest du ein ähnliches Spiel so wie heute? Ja, natürlich. Ich meine, wir sind ja noch lange nicht durch. Ich meine, wir führen 1-0 in der Serie. Das ist Best of Three. Wir haben jetzt den Matchball in Berlin, ganz klar. Die wollen wir auch nutzen, aber es wird keine leichte Aufgabe, definitiv. Steffen, vielen Dank, dass du hier wieder in Krefeld warst. Du bist immer trotz Berliner Trainer ein gern gesehener Gast hier in der Rheinlandhalle. Ich glaube, du hast auch gute Erinnerungen hier. Nein, natürlich. Ich freue mich auch immer, wenn ich wieder zurückkommen kann und zurückkomme nach Krefeld, weil es war eine meiner schönsten Zeiten meiner Hockeylaufbahn. Und ich mag die Stadt, ich mag die Leute hier, den Verein und von daher komme ich immer wieder gerne her. Das war das Statement von Steffen Ziechel zum ersten Halbfinalspiel zwischen dem KIV und Eisbären Berlin. Danke dir.